Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist die neueste Ausgabe der Stadtschau mit Themen aus Ebern und dem Umkreis. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben. Bleiben Sie dran. Wir zählen auf Sie. Heute beschäftigen wir uns damit, was in der Eberner Baugeschichte nicht ganz so rund läuft, wie es eigentlich könnte. Doch blicken wir zunächst ganz kurz zurück. Ein Sündenfall jüngerer Zeit begann mit dem kleinen Weiler Lützel-Ebern. Denn der stadtgeschichtlich sehr bedeutsame kleine Weiler mit dem Namen Lützel-Ebern wurde aus relativ nebensächlichen Gründen im Jahr 2015 eingeebnet. Sein Abriss stellt praktisch die Initialzündung für den Abbruch vieler weiterer historischer Gebäude in Ebern dar. Die alte Berufsschule und leider auch der Gasthof Post und das alte Kino, die Filmburg, sind die nächsten Kandidaten. Bleiben wir bei der Berufsschule, anscheinend hatte niemand in Ebern und Haßfurt große Lust, sich damit zu beschäftigen, ob die alte Berufsschule in Ebern erhaltenswert ist oder ob sie wirklich abgerissen werden muss. Aber nicht nur das. Seit dem Auszug der letzten Berufsschulklassen haben sie sich in Haßfurt und Ebern keinerlei erfolgreiche Gedanken über die Nachnutzung des Gebäudes gemacht. Eine unbegreifliche Nachlässigkeit. Zuletzt blieb dieses wirklich repräsentative Gebäude ungenutzt. Dabei repräsentiert sich das Gebäude nicht nur selbst, sondern vor allem auch die alte Zentralitätsfunktion der Stadt Ebern. Die Berufsschule war früher der ganze Stolz der alten Kreisstadt. Über 700 Schülerinnen und Schülern besuchten diese Schule zu ihren besten Zeiten. Jetzt soll dieses Denkmal im August 2021 sang- und klanglos zu Grabe getragen werden. Dabei hätte die Berufsschule im Jahr 2024 ihren 70. Geburtstag feiern können. Für einen Apfel und ein Ei hat der vorletzte Eigentümer, nämlich der Landkreis Haßberge, die alte Schule samt großzügigem Grundstück an die Stadt Ebern verschachert, wie auf einem Flohmarkt. Und unverständlicherweise hat die Stadt Ebern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einmal konkrete Pläne für eine neue Nutzung des frei werdenden Grundstücks. Nur die unscharfe Absicht, dass Wohnbebauung kommen soll, gibt es. Das ist alles, mehr nicht. Es gibt noch nicht einmal neue Grundstücksbesitzer. Das ist viel zu wenig, um einen Abriss zu rechtfertigen. Denn Platz für Wohnbebauung gibt es in Ebern reichlich, wenn man all die vielen, nicht bebauten Grundstücke anschaut. Außerdem, die alte Berufsschule ist ein Paradeexempel der Nachkriegsarchitektur und zusätzlich noch stadtbildprägend für den Steinberg. Vom Lossberg aus gesehen, ist das nicht zu übersehen. Zusammen mit der gegenüber am Lossberg liegenden ehemaligen Landwirtschaftsschule, die heute Schreinemeisterschule ist, bildet die alte Eberner Berufsschule ein Ensemble, das Denkmalcharakter hat. Beide Schulen sind wichtige zeithistorische Zeugnisse der nach dem Zweiten Weltkrieg steil aufsteigenden Kreisstadt Ebern. Diesen Eigenschaften tragen heute weder die Stadt Ebern noch der Landkreis Haßberge Rechnung. Warum nicht? Sollte man nicht mit dem, was man hat, nachhaltig und verantwortungsvoll umgehen, die Auswirkungen bedenken und dabei auch die kommenden Generationen im Blick behalten? Auch sie haben ein Anrecht auf Geschichte und deren Denkmäler. Auch wenn es uns heute vielleicht eine Kleinigkeit kostet. Und es ist vergleichsweise eine Kleinigkeit. Wie will man sonst einer jüngeren Generation nahebringen, mit Ressourcen, mit dem Bestand, mit dem, was man hat, nachhaltig, sparsam, umweltverträglich, schonend und rücksichtsvoll zu verfahren? Alles Alte weg und immer zu Neues her? Ist das nicht das Denken einer Wegwerfgesellschaft? Wie ist solches Denken mit dem Fairtrade-Gedanken, mit dem sich die Stadt schmückt, vereinbar? Reißt die Berufsschule bitte nicht ab. Überlegt es euch noch einmal. Bestimmt finden sich noch Interessenten, die damit etwas anzufangen wissen. Das Gebäude muss nur auf den Immobilienmarkt geworfen werden. Bisher haben das der Landkreis und die Stadt nicht angepackt. Packt's an. Es gibt viel zu tun.